Ich glaube, jetzt kommen wir in das neue Gebiet. Es sieht doch ganz danach aus. Hallo Eru. Da sind wir doch wieder. Hör mal. Morgen. Servus. Der wirkt aber sehr freundlich, der Kollege. Guck mal, dann mal hier in dieses. Da. War das. Ja, genau. Ich kaufe jetzt auch hier auch so einen Schwachsinn. Belohnung einfordern. Sämtliche nicht eingeforderte Battle Pass Belohnungen aus der letzten Season wurden automatisch eingefordert. Alles klar. Okay, kadoki. Nee, komm, will ich nicht. Ach, jetzt geht's ja auch erstmal los. Okay, das war gerade einfach nur kurz. Das Dings. Frage ist jetzt hier auch diese ganzen Statuen. Gibt es jetzt auch neue oder sind die einfach nur wieder am Start oder muss ich die wieder neu jetzt mir holen oder wie ist das jetzt genau? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, Eru, was geht ab? Oh, da kommen schon mal die ersten etwas besseren Items. Servus, gib mir alles, was du hast. Oh, ich krieg aufs Maul. Servus. Und die Attacke finde ich ganz geil. Auch, dass man dann nachtragen diese Wolke hat. Und dann damit... die Gegner noch etwas verwundbar macht. Komm Junge, du hast doch keine Schnitte gegen mich. Ich brauche mehr Zeit. Kipp um, du Klappstuhl. Danke, so. Ui, das erste legendäre Item. Was haben wir denn, die Tolles? Griff des Hasses. Der Eisschritt, okay. Wenn ihr weniger als 45% Leben habt, friert in drin. Alles klar. Dick Wavement. Okay, gehen erstmal jetzt hier auf die ganzen Gegenstandsstufen Gedönse. 9 Schappes. Das ist soweit okay. Das sind die ganzen Brustkisten. Das haben wir, haben wir, haben wir. Waffe haben wir auch. Hose ist auch. Ok. Dann würde ich jetzt am liebsten erstmal meine Tasche leeren. Ach, Kiowa-Schat, okay. Gehen wir doch. Morgen. Braucht ihr Schmiedekunst? Die Schmiede ist heiß. Falls die Schmiede ist heiß, alles klar. Wir wissen doch Bescheid, mein Freund. Didandu-di-dambi-dambi-dumbi. Das ist jetzt hier das ganze neue Gebiet. Alles klar. Ich bin gespannt. Ich habe nur eine meiner Klärung. Ich befürchte. Wie heißt es denn nochmal, was wir jetzt hier neu haben? Quasi wie bei Diablo 3, ne? Wie so ein Templer. Wie nennt man die Vögel denn nochmal? Unsere Unterstützer. Handschuhe, gut. Brauchen wir nicht. Boah, Junge, mach ich die fertig? Ist der Wahnsinn. Verpisst euch. K
geh mir nicht auf den Sack. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier runter, glaube ich. Panzerhaut brauchen wir erstmal nicht, würde ich behaupten. Dann fahre ich auf und entfessel eine Schockwelle, die 8 Schaden verursacht und Gegner für 3 Sekunden niederschlägt. Ich glaube, ich rufe jetzt mal hier die Welle von Insekten herbei. Das hört sich doch interesting an. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe das Gefühl, dass du jedes Mal mehr Zeit benötigst, mein Freund. So. Geil, geil, geil. Bam, bam. Okay, also Rotzen tun wir auf jeden Fall. Das ist schon mal klasse. Auf deine Welle von Insekten herbei. Die Gegner beißen, ihnen 3 Sekunden lang Furcht einflößen und sie um 50% verlangsamen. Sowie ihnen über 6 Sekunden lang 27 Giftschaden zufügen. Alright. Das liest sich doch schon mal ganz okidoki. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das Ding sich verhält. Also da sind jetzt... Warte mal. Verschlossen. Alte Freunde, die zu gewinnen. Warte mal eben. Ich glaube, ich muss mal hier so ein bisschen den Sound erhöhen, oder? Die Musik ist ja okay. Und da sind die Gegner. Okay, es ist dann nur in dem Umkreis, wo ich stehe. Alles klar. Eine Wanderkappe. Klasse, Berti. Wieso habe ich den jetzt direkt wiederbekommen? Was hat jetzt da die Ablenkzeit quasi reduziert? Was habe ich getan? Habe ich hier irgendwo was drauf? Habe ich jetzt nicht so ganz geraved. Aber erstmal weiter. Oder ist das irgend so ein passives Ding? Ich habe doch keine Ahnung. Nichts wie rein in die uralte Ruine. So, kommt her. Okay, die Attacke finde ich auch klasse. Ich sollte bei dem Sprung, glaube ich, stehen bleiben. Weil ich ja danach... hier diesen Dings. Ja, ist das. Diese Wolke um mich herum habe, die auch die Gegner verwundbar macht. Deswegen sollte ich mich jetzt vielleicht nicht direkt wieder weiter bewegen. Wir haben einen Ring. Das ist gut. Wir haben neuen Schappes. Das ist auch klasse. Neue Treter haben wir auch. Es läuft doch. Hier müssen wir nicht her. Aber so erster Eindruck, muss ich sagen, hier. Die neue Klasse. Macht Laune. Das mit der Wolke ist echt, das finde ich klasse. Ist noch nicht so weit.
Und so einfach in so eine Gruppe reinspringen. Bleibst du da stehen, dann zündest du hier die Insektenkiste. Und zack, kippen sie erlauben. Das ist doch der Franzin. So, hier sind wir falsch. So, jetzt fällt es mir ein, was ich gerade meinte, Söldner. Das sind doch unsere Söldner jetzt hier, ne? So, hier ist jetzt Action. Guck mal, wie der umkippt. Alter! Crazy Motherfucker! Ich brauche mehr Zeit. Bam, bam, bam. Also ich könnte mir vorstellen, das wird nachher dann der Key sein, die Kiste dauerhaft spammen zu können und einfach die ganze Zeit mit dieser Wolke herumzulaufen und alle Gegner einfach umzuretzen. Erzeugen die auch Dings? Nee. Okay. Wir jodeln sie alle nieder, das ist klasse. So. 9 Punkt. Was ist das nächste? Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner mit Geißel trefft, erhaltet ihr 6 Sekunden lang und bis zu 50% Sekunden 1% erhöhten Schaden. Gegner mit Kontrollverlust. Das ist doch klasse. So, der nächste Ring ist am Start. Ich brauche mehr Lebenskraft. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe das Gefühl, du brauchst jedes Mal ein bisschen mehr Zeit, mein Freund. Wie viele Ringe? Alrighty. Kommt her, ihr kleinen Scheißer. Ist noch nicht so weit. Bam, bam, bam. Was hieß jetzt hier unten die Zahl? War das dann die Anzahl derer, die quasi davon jetzt betroffen sind? Gegner beißen, oder war das die Anzahl der Insekten? Da hat man nicht gerade irgendwie was von 40 oder so. Hieß das dann, so viele Insekten waren jetzt am Start? Oder so viele... Ja, das waren ja keine 40 Gegner. Das ist doch Quatsch. So, hier ist jetzt ein Gegner. Es erhöht sich stetig. Ach, wird das wohl dann von Gegner auf Gegner übertragen? Also wenn ich jetzt einen treffe und der Gegner torkelt weiter, übergibt er das dann an die anderen? Ich glaube, das ist es.
Und irgendwie so wird es sein. Ist scheinbar Maximum. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und klar ist normal jetzt der Modus, aber so rein vom Schaden her ist glaube ich schon mal ganz okidoki. Also Geißel ist eine heftige Attacke, Alter. Die geht ja komplett steil. Da rutscht ja alles mit nieder. Ich brauche mehr Zeit. Aber das Wichtige ist auf jeden Fall nicht der hier eigentlich. Jedes Mal, wenn ihr Geißel trifft, erhält ihr 6 Sekunden lang 55%. Dass du dann Schaden erhöhst, wenn du die davon getroffen hast. Das ist gut. So, Glückstreffer. Trifft ihr einen Gegner, der von Geister betroffen ist, besteht eine Chance von bis zu 60% auf einen Lebensdiebstahl in Höhe von 35% des verursachten Schadens bis zu 35% eures maximalen Lebens. Alright. Der Einsatz von Geister gewährt euch 60%. Gehen wir mal mit dem. Da ist doch das Gier, was wir brauchen. So eine neue schöne Semmel hier. Ja, gegen verwundbare Gegner ist doch genau das, was wir benötigen. Neun Ringle Dingle. Welche Kiste ist niedriger? Haben wir auch ein Amulett? Natürlich not. Haben wir, glaube ich, alles jetzt genügend ausgerüstet. So, weiter geht's. Finde mit eurem Verbündeten einen Weg durch den dunklen Durchgang. Ist noch nicht so weit. Okay, Verwundbarkeit ist einfach hier der Key. Diesen beiden Attacks. Dann ist doch jeder Gang zum Boss. Servus. Hochspringen. Und einfach umrotzen. Boah, Junge. Gar keine Schnitte. Mit dem draufspringen, dann den zünden. Und da wir auf der Waffe 7% Schaden gegen verwundete Beziele haben, einfach kaputt. Bam, bam. Bam. Wenn ihr weniger als 50% Leben habt, friert entrinnen nah. Was ist eigentlich entrinnen? Bin ich jetzt gerade verwirrt? Entrinnen. Energisch durchziehen. Das habe ich jetzt noch nicht hier feststellen. Ist das hier so eine Passive? Oder was? Ich habe doch keine Ahnung. So, weiter geht's. Was können wir als nächstes tun? Ihr haltet um 15% erhöhten Giftwiderstand. Stoßt mehrere scharfe Federn aus, die abprallen. Das ist doch klasse. Das sind heftige Attacks. Sucht mit eurem Verbündeten nach dem Weg. Ja, aha. Das Seil ist zurückgelassen. Quatsch nicht so viel, Junge. Ich habe mich hier während eines Monsunregens. Nächster Punkt.
dich auch. Nicht nur einmal. Immer verwundbar. Alles mit Verwundbarkeit ist doch einfach gut. Saisonal, haben wir schon irgendwas Tolles hier? Ne. Noch nichts erreicht? Kommt nach und nach. Wie war denn nochmal hier? Die Belohnungen, wie war das denn nochmal? W. Die war nochmal weh. Weißt du, diese Belohnung, dass du quasi... Ach so, ja, jetzt habe ich es. Hey, jetzt habe ich es verstanden. Gut, da ist nichts bei. So, was geht ab? Ach, mein Verein. Vor Jahren habe ich von hier aus eine Söldnerkompanie geführt. Die Blasen. Aha. Aha. Damals noch weniger zu verlieren. Doch nun klopft der Kampf an meine Tür. Und ich bin euch als Söldner, als angeheuerter Schild, wenn man so will, sicherlich nützlicher als in der Rolle eines Schmieds. Vollkommen richtig. Vielleicht kann ich euch auch mit beidem dienen. Mhm. Und mein Name hat noch immer Gewicht. Die anderen Söldner kehren eher zurück, wenn ich hier bin. Und ihr braucht ihre Hilfe, mein Freund. Ihr werdet es niemals. Hör auf zu sabbeln. Junge, was ist denn mit dir? Hör es auf, hier uns kaputt zu quatschen. Ah, Freund, komm. So, sprich mit Raher. Wie wird er gesprochen? Raher. So, Herausforderung. Abgeschlossen. Kriegt dafür irgendwas Tolles? Das haben wir da schon. What's this? Wird noch freigeschaltet. Was ist das? Was sind das jetzt hier für Dinger? Feder aus der Waagschale. Sprich mit Rahi über den Söldner Kopfschutz. Was sind das so Söldner Quests? Quest zur Funktionsfreischaltung. Ich begreife dies. Okay. Alright. Alles mitnehmen hier, was geht. Natürlich. Was? Oh, scheiße, was hat er gefragt? Nimmt er so einen Kopfschuss, damit er weiß. Verstärkung rekrutieren, wer ist Subo? Anheuern. Was haben wir jetzt hier? Söldner. Fertigkeiten. Wenn ihr mindestens 15% eures aktuellen Lebens auf einmal verlieren würdet, all drei hier euch zur Hilfe, um den Schaden zu annullieren. Gegner in der direkten Nähe, bla bla bla. Okay. Söldner Kern. Reihe stimmt aggressiv nach vorn, verursacht 38 physischen Schaden und verspottet Gegner in der Nähe 4 Sekunden lang. Eine Söldner Kernfähigkeit auszuwählen, verändert dessen geführte Waffe. Reihe versetzt Gegner in einen Tod. Kann man das dann wieder nachher ändern? Ist das auch möglich? Oder ist es quasi dann jetzt gesetzt? Weil das wäre natürlich Quatsch. Zerstört den Boden, verursacht Gegner. Mit der Verlangsamung finde ich, glaube ich, ein bisschen. Geiler. Können nur eine Fähigkeit aus. Okay, Rückerstattung geht. Alles klar. Wie kam ich da jetzt hin? Fertigkeiten. Okay, Söldner, alles klar. Läuft. Ist er jetzt fix immer am Start oder? Wie sieht's aus? Eine Gildentruhe. Okay. Hier können wir ein bisschen Quatsch vernichten. Mal halt weg damit. Und hier vorne.